Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu neuen Herzattacken mit uns beiden. Genau, mit der Anjusa-LP. Und dem Song bei Neu. Genau. Ja, nach dem Herzinfarkt letztes Mal geht's jetzt weiter, ne? Mit frischer Unterwäsche. Aber hallo, mit frischer Unterwäsche. Ob das so viel bringt, ist die nächste Frage. Oh, da ist wieder unser Freund der Rollstuhl. Warte mal. Ist der jetzt wieder weiter nach hinten gerückt? Ich glaube, der stand da schon. Okay, aber wir wollten ja eigentlich sowieso abhauen. Oh! Wer ist das denn? Hallo? Der sieht ein bisschen creepy aus. Dort ist jemand. Hey, Sie! Was ist hier geschehen? Wissen Sie, was hier vor sich geht? Sie sind hier. Sie sind alle noch immer hier. Siehst du sie etwa nicht? Wie meinen Sie das? Es wird Zeit, dass du dich für deine Taten verantwortest. Vor uns allen. Es gibt kein Zurück mehr. Es hat keinen Sinn zu flüchten. Oh Gott, ich sag doch, der ist creepy. Wovon zur Hölle reden Sie? Wer sind Sie? Und was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Deine Schwester ist nicht mehr hier. Sie wartet auf dich. Aber nur, wenn du dich endlich dem stellst, was längst vergessen wurde. Ich habe nichts vergessen. Lassen Sie meine Schwester und mich gehen. Wir haben schließlich nichts getan. Oh! Nein? Nun, wir werden sehen, wie lange du noch der Meinung bist. Oh! Was war das? Und was hat das alles zu bedeuten? Oh nein, in was bin ich nur wieder hineingeraten? Ah, da hinten ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Als Schlüssel? Hat er ihn liegen lassen? Ja, nimm mal mit. Glenns Schlüssel. Ah, das ist Glenn. Okay. Ich bleib aber trotzdem raus. Oh, Mami! Oh mein Gott. Kommen wir zurück zum Wagen? Warte, ich versuch's mal. Ich speichere aber vorher ab. Ich glaub's ja zwar eher nicht, ich glaub's aber. Auch nicht. Ich bin nach Hause! Ach du! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Mein Auto ist weg! Mein Auto ist weg? Ja, das habe ich eben gesagt. Dann muss ich versuchen, zu Fuß bis zur nächsten Ortschaft zu gelangen. Oder ich bitte jemanden um Hilfe, der hier in der Nähe wohnt. Ich glaube, kurz vor dem Krankenhaus war eine Abzweigung nördlich. Vielleicht wohnt dort jemand, der mir helfen kann. Wir versuchen's. Okay. Oh, ich hab Gänsehaut. Wo ist der? Da ist nichts zu sehen. Oh Gott, der taucht bestimmt gleich vor uns auf. Hallo, helfen Sie mir! Ich könnte versuchen, das Tor mit dem Schlüssel des Fremden aufzuschließen. Das tun wir einfach mal. Passt! Das passt! Okay. Okay. Kein gutes Omen. Das hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht vermutet. Ich dachte, das ist irgendwie zum... Ja, ich dachte schon, weil ganz ehrlich, welche andere Möglichkeiten hat man noch mit dem Schlüssel bis jetzt? Weiß ich nicht. Es gab ja keinen Raum, den man jetzt irgendwie mit irgendeiner bestimmten Person verbinden könnte. Bitte helfen Sie mir, Sir! Aber ich werde das Haus jetzt auch verlassen. Klopf, klopf! Oh! Oh, auf jeden Fall ist es... Oh, Licht! Oh, sieht aber wenigstens schön aus. Was noch? Hallo! Hallo, Mister und Mrs. Glenn irgendwas. Oh. Da ist ein Schlüssel. Blutiger Schlüssel. Oder rostig. Ein altmodischer Pianoflügel. Oh. Und Tee. Ich habe weder Zeit noch Lust, jetzt fernzusehen. Aber wenigstens das Kamin an. Ein brennendes Kaminfeuer. Doch wo ist derjenige, der es entzündet hat? Ganz ehrlich, lass uns doch lieber erstmal die Räume durch die Ehe bei den Schlüssel entbieten. Ja, ich bin auch dafür. Kann ich, dass dann wieder irgendwas passiert wie mit der Toilette? Ich ärgere mich immer noch. Ja, aber ich denke mal, das nächste Event wird erst ausgelöst, wenn wir... Okay, hier gehen wir noch nicht lang. ...wenn wir den Schlüssel mitnehmen. Ich wette, dann sieht das hier unten mir ganz so schön aus. Das habe ich auch. Okay, das hier scheint die Küche zu sein. Steinhartes Brötchen. Da ist ein Buch. Hier liegt ein kleines Rezeptbuch. Okay. Yeah, es ist wieder was für mich. Ja, dann back uns mal Kekse. Oh ja.
Der Herd wurde wohl schon seit längerem nicht mehr benutzt. Die Spüle ist staubig und scheinbar lange nicht benutzt worden. Okay. Nur Abfall? 9 Uhr. Mir gefällt nicht, dass der Kamin brennt. Nee. Machen wir hoch? Ja, wir gehen erstmal hoch. Was ist das für ein Bild? Guck's dir doch einfach mal an. Gruseliges Bild. Darunter steht der innere Wahnsinn. Okay, es ist anders geschrieben, das sollten wir uns merken. Oh mein. Dean, ich habe Angst. Was ist, wenn deine Frau hier irgendwann, aha, auftaucht? Was meinst du, wie sie reagieren wird? Nur keine Sorge. Romina mag eigensinnig sein, doch sie weiß, wo ihre Grenzen liegen. Sie wird hier garantiert nicht auftauchen. Ach, das weißt du genau, ja? Und was, wenn doch? Der Doktor hat mir gesagt, dass er sie nicht mehr gesehen hat, seit sie diesen Wutausbruch hatte. Beruhige dich. Alles wird wieder gut. Ich werde dich beschützen. Und niemand kann sich mehr zwischen uns stellen. Tja. Am allerwenigsten Romina. Also mach dir nur keine Sorgen. Wow. Du kleiner Schlawiner. Das war doch der Mann von vorhin aus der Klinik. Doch was sollen mir all diese Bilder sagen? Ich verstehe es nicht. Was hat all das mit mir zu tun? Jetzt werden wir raus. Du bist bestimmt Romina. Wer weiß. Medizinische Bücher, okay. Scheint wahrscheinlich eine Arztwohnung zu sein, wenn ihr direkt im Krankenhaus ist. In den Schubladen befinden sich nur einige Medikamente und Unterwäsche. Oder? Ja also, gut, aber in den Händen steckt etwas. Soll ich das mal durchsuchen? Ja. Büroschlüssel erhalten, okay. Ob der Schlüssel für die Klinik ist? Ja, aber warum hat der Arzt den da nicht erkannt, als er mit der Schwester geredet hat? Da haben sie doch über Glenn geredet. Ja, ich weiß es nicht. Augenkleider. Zieh dich mal um, Schätzelein. Ein Zettel lesen? Auf jeden Fall. Dean sagt dazu nichts. Doch ich denke, die Geschehnisse des Unfalls sitzen ihm immer noch zu. Die Narben sind immer noch sichtbar. Ich sehe, wie ihn seine Gedanken belasten. Und da ist sicher noch etwas. Guck mal. Die Buchstaben hier. Das S. Ist aber immer nur das S, was so dick ist, aber ich glaube, das liegt einfach an der Schriftart. Also meinst du? Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass die Pixel einfach dort so intensiv sind. Also okay, weil sonst hätte ich die jetzt vorsichtshalber mal gezählt. Ich zähle trotzdem mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nur sicherheitshalber. Und was war das, der innere Wahnsinn? Weil das war nämlich auch komisch geschrieben. So. Ja, aber irgendwelche Titel von irgendwas, die machen sie immer eh gerne. Ne? Ja. Okay, jetzt ist es Zeit, ihn an den Schlüssel zu nehmen, würde ich sagen. Oder wir gehen nochmal in den Keller. Warte mal. Merkst du was? Das Licht ist aus. Lass uns erstmal den Schlüssel nehmen. Ein rostiger Schlüssel mit dem, ja. Klinikschlüssel einzuhalten. An dem Schlüssel hängt ein Schild mit einer 1. Ob damit Zimmer 1 gemeint ist? Oder vielleicht die erste Etage? Ich bin gespannt. Am Piano können wir nicht spielen, ne? Ich speichern. Oh. Oder? Am Piano können wir nicht. Warte, ich bin auf dem Weg. Da habe ich aber wohl, glaube ich, schon mal genau draufgeklickt. Oh Gott. Und das Licht? Kannst du das Licht noch? Warte. Nee, da sagt sie nicht so. Okay. Das Bild? Dieses Bild sieht sehr alt aus. Na, mal sehen. Vielleicht auf jeden Fall ist ein Medipack. Und es ist ein ausgestopfter Hund. Ja, irgendwie sieht es danach aus. Nur staubige alte Bücher. Oh, Mehlsack wieder. Na, nimm's. Ah. Ausgezeichnet. Das ist komisch, warum kriegen wir denn hier lauter Medipacks? Aber wenn der Escape drückst, also unser Gesundheitsstatus ist immer noch beim Maximum, ne? Aber es kann ja wirklich sein, dass wir irgendwie
wenn wir zum Beispiel verfolgt werden und wirklich getroffen werden, dass das... Stimmt, das kann natürlich sein. So, dann wollen wir mal wieder raus, wa? Warte mal, ich bin mal hier kurz rechts. Vielleicht hat sich da ja auch was verändert. Aber sieht nicht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Also müssen wir jetzt echt wieder in die Klinik, ne? Ich weiß, du hast keine Lust darauf. Nee, ich will nicht mehr in die Klinik. Dann soll sie doch einfach laufen. Und hier draußen so. Ist schon mal nichts zu. Hier draußen scheint auch nichts mehr zu sein. Du musst raus, können wir nicht gehen. Vielleicht da hinten. Guck mal, da rechts sieht es komisch aus. Vielleicht können wir ja da lang. Nee, okay. Ja. Dann wollen wir mal zur Klinik. Ein neuer Anlauf. Oh Gott, ich speichere schon wieder viel zu viel. Ja, aber ich muss sagen, das Spiel hält einen echt in Atem. Ja, also, da kann man ja nichts gegen sagen. Okay, wir kommen ganz gut durch bis jetzt. Gut, Sabrina! Ich wollte diesen Ort eigentlich nicht noch einmal betreten, aber ich fürchte, dass ich die Antwort auf alles, was hier geschieht, nur hier finden werde. Ja, ich sehe es nämlich auch so. Dann schauen wir einfach mal. Aber ich würde sagen... Wir speichern? Wir speichern. Und warte mal, ist das... Ich guck mal, die Tonnen trotzdem weg. Okay. Da ist Blut dran. Oh Gott. Ich sage, wir machen jetzt Feierabend. Guck mal, ob der Abgrund noch da ist. Meinst du? Da ja, ist das können irgendwas? Wir nochmal kurz. Naja, gucken kostet nichts. Ja. Okay, da ist noch alles wieder. Blick war's wert. Naja, da habe ich mir aber schon gedacht, dass da nichts ist. Gut, dann gehen wir das nächste Mal rein. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.